Heute gibt es mal wieder ein Video aus der Kategorie extrem kurios. Der 21-jährige russische MMA-Kämpfer Idris Abdurashidov gab im Ali Box Club in Thailand sein Profi-Box-Debüt gegen den iranischen Boxer Bahar Faraji, der ebenfalls erst seit 2024 aktiv im Profi-Boxsport ist und dessen dritter Kampf es gegen den Russen werden sollte. Und warum ich überhaupt über einen Kampf zwei völlig unbekannter Boxer berichte, ist schlichtweg dem Kampfende geschuldet, denn Idris Abdurashidov hat sich nicht unter Kontrolle und beendet den Kampf mit einem Headkick und knockt damit seinen Gegner aus. Alles weitere zu diesem Kampf und den Folgen seht ihr jetzt bei 24/7 Boxing. Idris Abdurashidov ist wie gesagt eigentlich ein MMA-Kämpfer, der bei ONE unter Vertrag steht, der sein Boxdebüt gab und sich einfach nicht unter Kontrolle hatte. Denn der Boxkampf lief überhaupt nicht zu seinen Gunsten und er war dabei, diesen komplett zu verlieren. Als er dann in den letzten Sekunden der vierten Runde eines Kampfes, der auf vier Runden angesetzt war, offensichtlich genug hatte und nach einer kurzen Clinch-Situation den Headkick rausholte. Er traf seinen Gegner damit clean, der natürlich nicht davon ausging, in Schlagdistanz der gegnerischen Fäuste zu sein, und knockte diesen mit seinem Fußtritt eiskalt aus. Direkt nach dieser Aktion passierte im Gym erstmal gar nichts. Das heißt, die Zuschauer oder auch das Team rund um Faraji eskalierte nicht sofort. Und auch im Nachgang posteten die beiden ein Foto von sich, auf dem sie zu verstehen geben wollten, dass alles in bester Ordnung sei und dass es kein böses Blut untereinander geben würde. Aber ganz so einfach ist es dann eben doch nicht, denn Abdurashidov erwartet nun nicht nur eine lebenslange Sperre vom Boxsport, sondern auch der extreme Hate der Box-Community, da sein K.O.-Tritt weltweit viral ging. Einige fordern ihn, sofort ins Gefängnis zu stecken, da dies schlichtweg Körperverletzung sei. Abdurashidov steht wie gesagt bei der asiatischen MMA-Organisation ONE Championship unter Vertrag. Und entweder er hat einen cleveren Move gebracht, um sich weltweit bekannter zu machen, sodass zukünftig mehr Leute seine Kämpfe im MMA sehen werden, oder aber, und auch das ist noch nicht abschließend geklärt, ihm wird der Vertrag gekündigt und er steht jetzt nun nicht mehr nur beim professionellen Boxsport, sondern auch in der Welt der Mixed Martial Arts mit leeren Händen da. In jedem Fall kann man ihn maximal unprofessionelles Verhalten attestieren und froh sein, dass sein Gegner Faraji nichts Ernsthaftes dabei passiert ist, denn sonst würden wir an dieser Stelle noch einmal ganz anders diskutieren. Was sagt ihr zu diesen Szenen? Wie würdet ihr reagieren und wie würdet ihr Abdurashidov bestrafen? Sein Gegner Faraji hat diesen Kampf offiziell als Sieg durch Disqualifikation gewertet bekommen. Und er steht nun bei einem Kampfrekord von 13-0 im Superleichtgewicht und ist aktuell auf Platz 2009 von insgesamt 2415 gelisteten Boxern in diesem Limit platziert. Sorry. Oh, Mad Mazar, Very good. Thank you.